So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Wir sind noch in der unaussprechlichen Ruine mit N am Anfang. Und da ist schon mal der Ort, wo wir hinwollen. Aber was wir vorher noch machen können, wir haben noch zwei Punkte. Und da habe ich mir schon ausgesucht, wo ich gerne hin möchte. Der Perk bringt uns jetzt nicht so viel, aber wir brauchen ja weiterzukommen. Wir kriegen halt mehr Pfeile zurück. Naja, gut, was soll's. Aber das finde ich nicht schlecht. Wir sind in der Lage, neue Pfeiler bei einem Amboss zu machen und Bonuseffekte hinzuzufügen. Finde ich ganz cool. Das machen wir mal. Schaue ich ihn später dann mal an. Aber dann haben wir das schon. Das waren schon die zwei Punkte. So, und jetzt hatten wir die Aufgabe gehabt, wir sollen einen Spinnreparateur erschaffen. Das machen wir jetzt. Warte 24 Stunden? Ernsthaft? Ja gut, dann warten wir halt 24 Stunden. So, wir haben 24 Stunden gewartet. Ah, oi. Okay, ich will nicht meckern. Wow. Das hat er wirklich ziemlich gut gemacht. Allen Respekt. Ist sogar eine Schmiede. Jetzt sollst du das rasieren. Wegen den Pfeilen. Was es bei sonstigen gibt? Ah, Blitzpfeil. Erfordert 4 Salz der Leere. Feuerholz. Ach. Kommt, Leute. Frostsalze. Feuersalze. Was ist das? Das ist der Target Motion Lesser. Rolle der Seenfalle. Leg ich mir tatsächlich dann schon mal. Okay. Jetzt will ich auch nicht länger hier damit rumwarten. Okay. Dann haben wir jetzt einen neuen Bereich hier. Ziemlich großes. Das ist quasi wie eine eigene neue kleine Wohnung hier. Okay, schön. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Okay, das ist ziemlich cool gemacht. Oh, doch so viel wert. Hätte ich nicht gedacht. Die Teller sind noch ganz gut. Pfanne. Okay, gut, meinetwegen. Wenn ihr das behauptet. Okay. So. Huch, gehört das noch dazu? Ach, das gehört auch noch dazu? Alter Herr. Ja, jetzt packen wir einfach ein paar Sachen ein. Fünf ist unser Maßstab, ne, sagen wir mal, okay. Aha. Öffnen Vitrine, ja, da wird nichts drin sein, ne? Oh, so ein bisschen Gold in der Truhe drin. Also hübsch. Okay. Aber das wollten wir jetzt ja wohl nicht hauptsächlich machen, oder? Das ist da oben. Ja gut, da kann man es anscheinend nochmal genauso machen. Oh, das gehört auch noch dazu hier. Ein eigener Garten. Also ich bin richtig begeistert. Okay, wer sich das ausgedacht hat, der hat sich echt Mühe gegeben. Okay. Richtig gut amüsiert. Sehr umfangreich. Drei sind wirklich nicht gut. Okay. Gehen jetzt mal in den linken Bereich hier rein. Hier waren wir noch nicht. Keine Angst, Experte, gehört zu dir. Keine Angst, wir gehören auch zu dir. Da wollen wir dann hin. Wenn ich gerade einen richtigen Kopf habe. Hep.
Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß noch nicht genau, was hier dann gleich passiert. Wir bauen jetzt hier wahrscheinlich noch einen Wohnbereich auf. Aber mal so eine alte Tweme-Ruine, ja, ich sag mal, instand setzen wieder, hat was. Vielleicht hat ja einer so reinprogrammiert. Okay, 24 Stunden wieder warten. Einer so programmiert, dass man hier eine Quest hat. So. Wow, auch sehr hübsch, sehr hübsch. Fruchtbarer Boden, kann man da was anbauen? Da kann man ja was anbauen. Just Bay. Ich glaube, die habe ich relativ wenig. Ah, okay. Ja, das ist cool. Nehmen wir an uns. Oh, warte mal, Knoblauch ist gut. Entschuldigung. Knoblauch kann man benutzen. Das ist eher wertlos. Das ist ganz nett. Gehört es dann auch mehr dazu? Nee, das nicht. Okay. Blutende Krone, Feuersalze, Knochenmehl. Ja, ist ganz praktisch, diese kleinen Helferchen. Wir haben wirklich das richtig hübsch gemacht hier. Hängemoos. Ein Fell kann man auch immer gebrauchen. So. Okay. Oh, noch ein Centurion-Kern. Alles moins. Moins, moins, moins. Hab ich wieder aufgebaut, gehört mir. Aber, sind wir mal ehrlich, an sich war es ein bisschen zu leicht dafür, oder? Also, spielen sind jetzt nicht irgendwelche krassen Gegner entgegengeschmissen, was mir ein bisschen Sorge macht. Und was sagt die Karte? Ach, da geht's noch nach Süden weiter, okay. Gehen wir vor, trotzdem vorsichtig. Bin ich falsch gelaufen? Ich stehe genau unterm Hebel. So, dann warten wir wieder eine Runde. Zack. Ich mache trotzdem Sicherheitsspeicherung. Ah, das Heiligtum und die Manufaktur abgeschlossen. Okay. Okay, das Tablett wollte ich jetzt nicht, aber da war ich ein bisschen schnell, gebe ich zu. Habe ich jetzt einfach auf Wildorf losgeklickt. So. Das ist hier der Lebensmittelbereich. Okay. Aber hier kann man noch ein bisschen was abgreifen. Springen. Oh, hat er gemacht. Cool. So, der ist leer. Hätte ich nicht reinkommen brauchen, aber gut. Da war ich gerade im Eifer. War das jetzt das ganze Geheimnis? Hip.
Nochmal alte Weinkohle. Gut, wenn jetzt die Firma wieder aufgetaucht wären, gut, ich gebe zu, das wäre krass übertrieben, ne? Aber das wäre richtig cool gewesen. Dann sind wir hier fertig. Wenn ich mich nicht täusche, oben ging es nicht weiter, unten ging es nicht weiter. Mal auf die Weltkarte gucken. Angeblich liegt noch irgendwo eine Karte rum. Okay. Gehen erstmal raus, anscheinend sind wir hier fertig. Oh, die ist der. Ich muss mir abgewöhnen, das zu tun. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, da sagt es auch nichts mehr. Gut. Heldenrosen Süden. Guck mal, gibt es noch was anderes in Sicht? Ne, dann ab Richtung Süden. Den Schneesturm hinterher. Ey, jo, was geht? Ah, da ist eine Höhle. Passt, die ist ziemlich genau unsere Reiserichtung. Das nehmen wir noch mit. So. Irgendwas Neues aufgeploppt? Nö. Dann bleibt die Höhle nach wie vor unser Ziel. Nur die komischen Vögel, ne? Okay. So, dauert auch mal seine Zeit. Das ist ein kleines Lager, was nicht eingezeichnet ist. Da sitzt jemand. Die sind anscheinend freundlich. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich eigentlich was nicht. Deinen Blick darauf. Du bist etwas seltsam. Ach, der sucht nichts. Also gut. Oh, Vater, das lieben kann er nicht. Man hält Bogenschießen, ja, nett. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ich will mich damit gar nicht einmischen, aber ganz ehrlich, friert ihr nicht, Mädels? Meine, guckt euch mal die Gegend an und wie ihr rumsitzt. Kriege ich ja schon von Zuschauern Albträume. Oh, da ist noch. Huch. Hey Pfiffi, ich hab dich gesehen. Gib mir einen Moment, ich suche gerade, wie es heißt. Unser kleiner Heilungsschadenzauber. Was ist denn toll? Heilungsschadenzauber. Mhm.
Okay, ich bin blind. Oh, ist die eigentlich aktiv? Okay, lassen wir das. Flammenmantel, so ist so Evil Twin. Berührung des Todes, da ist. Okay, war kein Wolf, war ein Husky. Aber man muss mir lassen, die sind sehr nah miteinander verwandt. Ist wahrscheinlich stehen wir so gut wie auf der Höhle. Ist aber egal, ist besser als unter. Runter geht es nämlich immer schneller als man will. Tollwaldshöhle, okay. Tollwald scheint nicht da zu sein. Hier ist nur ein Stein. Nicht schlecht. Na, gehen wir einfach mal rein. Das ist nicht wichtig. So. Ist Tollwald ein netter Kerl? Ist er überhaupt lebendig? Da ist ein Container. Ja, kommt, dann plündern wir schnell. Lehrling, ach kommt, geschenkt. Ernsthaft? Muss ich mich so wirklich ein bisschen bemühen? Ist gut. Ist super. Ist okay. Ist krass. Ist okay. Ist sowieso auch gut. Sehr gut. Ach, naja, komm, gehen wir trotzdem mit. Ja, gucken, ob Tollwald wach wird. So, Nachteil ist, er beendet das nie in Schleichen. So. Da liegt irgendwas Auffälliges, aber wir gucken erstmal hier hoch. Es steht leer und ich klicke trotzdem, ich werde es nie lernen. Salz ist gut. Hi. Ja, hat einen Eimer bei sich, klar. Warum nicht? Ah, hier. Primitive Falle. Ne, doch nicht, nur Deko. Okay, ich dachte, das soll so ein bisschen eine Alarmfalle sein. Ah, da geht's auch wirklich auch gleich rein, okay. Hä? Stopp. Das hab ich jetzt alles umgangen. Okay. Dass das blau leuchtete, war bloß eine seltsame Reflexion. Okay, gut. Ja, war da entschärft. Okay. Na ja, komm, hack schneller. So. Banditen? Nein. So, mal gucken. Huch! Ihr seid gefährlich. Und ich treffe ich nicht. Da, Frosthammer. Ich habe eine Idee, vielleicht klappt's ja. Ah, was denn?
Naja, komm. Dann machen wir halt die alte brutale Variante, hm? Schon ist man wieder schwer wegen deinen Drachenknochen. Ich wollte doch einfach nicht schwer werden so schnell wieder und schon zack ist es passiert, es geht so fix. Sollen wir was sehen? Eigentlich schalte ich mich ja wie gesagt immer erst rechts, aber sieht so aus, als wäre das hier eine Sackgasse. Nee, das ist verbunden, okay. Dann gehen wir strategisch wirklich erstmal hier lang. Okay, das ist die Sackgasse. Wir waren nicht gerade sicher, was wir gerade gestoßen sind. Wir laufen erstmal geradeaus weiter. Mal sehen, rechts ging es weiter. Hier kann man schön runterfallen, wenn man das möchte. Hoch. Drehen, so. Hat jemand Bären getötet oder allgemein Tiger? Oh, sind Tigers alles sogar, Entschuldigung. Nicht ein Bär dabei. Eine sehr reiche Höhle für Alchemisten, wenn sie es denn überleben, hierher zu kommen. Irgendwo ist ja doch noch einer. Komm schon, ich sehe es doch. Tade zählt auch noch. Naja, 100 Kilo haben wir noch und dann ist bald vorbei. Ist ja noch einer. Ach nee, der ist leer. Okay. Da geht's weiter. Mal gucken, wie weit es hier noch weiter geht. Okay, es ist schön Alchemie geerntet. Da ist eine Tür. Und hier ist anscheinend jemand etwas eilig lang gerannt, denn hier liegt das Geld verstreut. Und zwar nicht so, wie man das fallen lassen würde, wenn man denn Zeit dafür hätte. Es hat also jemand auf der Flucht verloren. Tudum, zweimal Ruine. Okay, hier geht's dann. Das sieht so nach einer Fake-Tür aus. Ja, sind wir gleich voll, ich weiß. Ich muss kurz korrigieren, Kumpel. Ich habe nicht den Zauber in der Hand, den ich haben möchte, um dich zu töten. Den Fall mach Kriegsätze. Brutalität gewinnt mal wieder. Ne. Ja. Problem, es ist alles gut und wiegt ein bisschen. Und ich will nicht jedes Mal rausrennen müssen, wenn ich voll bin, aber was habe ich für eine Wahl, ne? Liegen lassen hilft uns ja auch nicht weiter.
Das war wirklich nicht. Huch, stopp. Nein, an sich ja gut. Dadurch ging nämlich die Geheimtür auf, ne? Tüdüm, voll. Jetzt mache ich mal einen Blick auf die Karte. Die Karte sagt, es gibt keinen Weg. Kleinen Moment. Den lassen wir mal fallen. Können uns wenigstens wieder bewegen. Guck mal, ich will nur wissen, wie es jetzt weitergeht. Wenn das jetzt noch ewig lange Gänge sind. Okay, das geht ganz tief rein. Alles klar. Dann gehe ich verkaufen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wie ist denn bei der Magier gilt das? Kleiner Zwischenstopp. Hier ist der Ulrak, der Bibliothekar, und ja, der Kollege, den können wir eine Aufgabe abgeben. Ich bin kein Mann großer Worte, aber ich hätte womöglich alles verloren. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Wir hatten alle Ulrak-Festung bewacht. Die Bewohner der Festung bleiben unter sich. Himmelsrand war nicht immer gut zu den Orks. Damit ein Fremder wie ihr akzeptiert wird, müsst ihr von einem Ork zum Blutsverwandten ernannt werden. Das müsste wiederum den Häuptling mitgeteilt werden. Könnt ihr mich zu einem Blutsverwandten machen? Solch ein Vertrauensbeweis hat seinen Preis. Ich habe noch mehr von Chalidors Werk gefunden. Ausgezeichnet. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Seid ihr mit der Übersetzung fertig? Ich habe gerade erst damit begonnen. So schnell geht das nicht. Ja komm, dann warten wir wieder einen Tag. So, Tag ist vorbei. Ich mache langsame Fortschritte. Ich dürfte schon bald die ersten Resultate haben. Alles klar, wir warten noch mal einen Tag. So. Wie weit seid ihr? Wir konnten den letzten Text entschlüsseln, den ihr uns brachtet. Ich hielt es für das Mindeste, dieses Wissen an euch weiterzugeben. Scheiße, Erkenntnisbeschwörung 3 hinzugefügt. Ich guck's mir mal an. So, Objekte, Bücher. Das ist kein Schriftrolle, oder? Ist doch. Verringert die Wirkungsdauer vom Beschwörungszauber und verringert den. Kämpft wacker. Kannst du wieder haben, den Scheiß. Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnt, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Ich würde gerne hier ran. Vielleicht kann ich mich ranschleichen. Mal gucken. Aber ich speichere vorher, ansonsten. Nimmt das kein gutes Ende. Echt, man kann einfach uns sehen, cool. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Er hat nicht den Schlüssel. Wer hat den Schlüssel zu der Vitrine? Muss er wohl irgendwo sein. Da sind irgendwelche geheimen Bücher drin. Man kriegt so einen Schlüssel auf. Na gut. Wahrscheinlich später. Gut. Zurück zum Dungeon. So. Ja, theoretisch würden wir jetzt hier an der Stelle weitermachen. Aber da wir die Quest abgeben konnten, ist jetzt unsere Zeit leider schon wieder um. Aber das ist nicht so schlimm. Dafür können wir beim nächsten Mal weitermachen. Und wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Schauen wie ich. Und nie dran vergessen, macht's nicht gut, macht's besser. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.